denn, du Pussy? Dachtest du, du kannst dich einfach so aus dem Staub machen, oder was? Niemand kann dem Schwamm entkommen. Der kriminelle Schwamm hat alles durch, von Tankstellen rauf, bis Stechereien, brach damals aus Knastzellen aus und machte die Handschellen auf. Von Gangfallschießereien bis hin zu Cocaine-Geschäften, doch stand noch nie vor der Aufgabe, so einen No-Name zu betteln. Luca Manuel verkammelt aus seinem ranzigen Sofa, denn aus seinem Rheinberg kennt ihn keiner von den 20 Bewohnern. Ein kleiner Niemand, der niemanden juckt, sein bester Freund ist ein Baum. Und sein WoW-Level 90 Account, du kleiner Hundesohn, hast dich anstatt mich männlich zu dissen mit deinem Pussy-Bitch-Move einfach aus dem Battle geschlichen. Die Drama-Scheiße mit dem Ausstieg war echt Hollywood-reif. Und das von jemandem, der Herr Tutorial liked. Deine Rap-Karriere ist vorbei, du kannst nie wieder Business starten. Erst warst du ein Rapper ohne Image, jetzt mit Image-Schaden. Was für SML? Jetzt habt ihr Schwanzlutscher-Beef. Ich zerstücke und verteile euch auf dem Hamburger Kiez. Und hätte es doch noch eine Runde gegeben, wird's keinen jucken. Niemand hätte sich deine Runde gegeben. Und die drei Fans, die du noch hattest, sind gespannt gewesen. Doch Pussy, deine beste Punchline war nicht anzutreten. Sponge zu dem zu dem Gunshot. Links und rechts ne klare Yo, sie nennen mich den Schwammkopf. Sponge zu dem du hast Paranoia. Lauf besser weg, dein Psycho-Schwamm ist total bescheuert. Sponge zu dem Yo, die Schwamm-Connection. Harte Gangster, die win ins Leben mit der Gun beenden. Du wärst fast gegen einen ohne Punchlines geflogen. Doch gegen mich hast du den Schwanz eingezogen. Pussy! Bla, 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 du Hurensohn! Julian sagte, du musst jetzt für das nächste Battle recherchieren. Ich hatte keinen Bock drauf, deshalb hat sich Patrick observiert. Hallo SpongeBoss, ich hab etwas rausgekriegt. Was denn? Die halbe Stadt hat Lukas Frau gefickt. Ach so, hehe, du Hurensohn, erzähl mir mal was Neues. Ich hab von ihr grad dein G-Code gekriegt. Du bist verliebt in sie, doch sie hat ne Affäre mit mir. Ich knall die Schlampe weg, während sie mit dir telefoniert. Du bist nur ein Waschlappen, Weiber stehen auf Anführer. Deine Alina will gebankt werden. Schwamm drüber! Wer ist diese Katharina? Sie soll deine Schwester sein. Du sagst zu deiner Alten alles cool und gehst am Fremd dabei. Das ist der Grund, warum dich deine Weiber verraten und zu mir kommen, um dann mit mir einen Dreier zu starten. Yo, winning ist irrelevant, das kann man anhand der Klickzahlen beweisen. Wärst gerne Musiker, gehst an die Uni, doch jeder dort findet dich scheiße. Nicht mal der Prof, die Dozentin, die Kommilitonin, der Stoff, den du durch den Zeitblock, den du sparst, die bekritzelt und nicht mal der Platz, auf dem du sitzt, kann dich leiden. Mach doch Gigs in deinem Kaff und nimm als Platzhalter paar Greenhooks, aber niemand kommt vorbei und der Veranstalter macht Minus. Pump auf, ist offene mit geschlossenen Augen, ich penne voll Kugeln und landet dabei noch mehr Treffer als du mächtigen Rapper bei Google. SML ist die Gang, Bikini Bottom ist die Schwamm-Connection. Ihr guckt GZSZ, während echte Jesus Plankton streckt. Chillt auf dem Sofa, dreht euch Joints und ihr raucht das Plankton-Weed, was ich euch viel zu teuer verkauft hab. Das, was du Pussy machst, ist kein deutscher Rap, du Ballerina. Nein, Mann, du ziehst deinen Schwanz aus der Affäre wie bei deiner Pseudo-Schwester Katharina. Du bleibst ein No-Name und kannst das nicht verhindern. Ich kann mich nach diesem Track schon nicht mehr an dich erinnern. Sponge zu dem Gunshot. Links und rechts ne klare Yo, sie nennen mich den Schwammkopf. Sponge zu dem du hast Paranoia. Lauf besser weg, dein Psycho-Schwamm ist total bescheuert. Sponge zu dem Yo, die Schwamm-Connection. Harte Gangster, die win ins Leben mit der Gun beenden. Du wärst fast gegen einen ohne Punchlines geflogen. Doch gegen mich hast du den Schwanz eingezogen. Ich war schockiert, als ich gesehen hab, was die Zeitungen schrieben. Sah Körperteile deiner Mom unter der Leitplanke liegen. Jo, 1999, sie starb bei einem tragischen Unfall. Fällt auf die Gegenfahrbahn, bevor sie frontal in den Bus knallt. Sie hatte Alkohol im Blut, war ziemlich angeschlagen. Sie kamen angefahren mit Polizei und Krankenwagen. Luca, deine liebe Mutter ist verblutet zwischen Rauch und Feuer. Was soll man dazu denn noch sagen? Frau am Steuer! Und die Tage danach waren eine ziemlich harte Zeit. Denn du hattest mit einem jeden Tag besoffenen Alki-Vater-Streit. Deine Mann war tot und dann nahm sich der Trottel den Strick. Aber nicht aus Trauer, er hatte nur keinen Bock mehr auf dich. Yo, das ist Spieltalk und kein G-Shit, der sentimentale Schwamm. Winner hat heftige Panik, Mann, und er tritt in den Battle erst gar nicht an. Killer Gunshot, ich mach Business, Bitch, der Mafia-Schwamm, Mann, ich zähle Geld. Während du mir das Kamin-Haut zerkleiderst, fick ich deine Chick auf dem Bärenfeld. Die Bitch findet mich sexy, Kumpel, ich fick sie im Chevy. Die Nutte fragt, ey, yo, was geht, ich sag, abhäng die von Winner, der Daddy. Du kannst nie wieder auf die Straße gehen. Wird deine Mom dich heute sehen, dann wird die Schlampe sich im Grab umdrehen. Sponge zu dem zu dem Gunshot. Links und rechts ne Knarre, yo, sie nennen mich den Schwammkopf. Sponge zu dem du hast Paranoia. Lauf besser weg, dein Psycho-Schwamm ist total bescheuert. Sponge zu dem yo, die Schwamm-Connection. Harte Gangster, die win ins Leben.
rausgeflogen. Doch gegen mich hast du den Schwanz eingezogen. Pussy! Du fetter Hurensohn.